Jo, das sind wir auch schon direkt wieder. Ja, Albi hat es ein bisschen verpeilt. Ich habe zwar gelesen, dass es anfängt, aber ich war die ganze Zeit auf dem Team von Trust Universal übrigens. Ja, Universal Lull heißt Trust Universe. Wurde auch gesagt, es stehen 6 zu 7 Grad in der sehr Advanced. Also somit ein Advanced Game jetzt hier. Und somit kann man mal ein bisschen auch mal die Fronten klären, falls man spielen sollte, wie sie spielen. Und wieder entfernen, wie man sehen kann. Was gut ist für die Jungs von Unicorns of Love, denn dann ist man auf dem Radar heiß und Dior Collision, the close position. Schöne Sache jetzt hier. Man geht sehr offensiv hier bei Universal und verliert dieses Duell, weil man auch die Piste schon verloren hat. Aber man sieht, er hat reingekauft bei Universal. Und mal nur kurzer kleiner Fun Fact nebenbei: Man hat auch 16 zu 10 gespielt gegen Norderwinde, wo Unicorns natürlich auch ihre Probleme hatten, zwar auf Overpass und Universal durfte auf Inferno spielen. Und somit weiß man ungefähr Bescheid. Das, was abgeht, ja. Pistol mal gewonnen, auf jeden Fall. Sieht ganz gut aus. Und so ist es doch mal echt eine gute Sache. Leider nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte, es wäre schon vorbei. Aber wir haben es 2 gegen 4. Es sieht doch gut aus für Unicorns of Love, das Ding jetzt hier zu holen gegen Trust Universe. Hier in der DreamHack Open Winter Europe Qualifier. Und Runde 3, die besten 32 Teams nur noch, die jetzt hier vorhanden sind. Und, oder sind es sogar die besten 64 jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich glaube, es sind 32 Spieler, 64. Ich glaube, jetzt ist die Round of 64. Oder, ihr wisst schon, was ich meine. Ich werde mal oben umbenennen, noch, dass wir in den anderen Spieler sind. Trust Universal. Ne? So heißt das Team nämlich. Und ich denke nämlich, das wird das ganze Line-Up sein. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich eine richtige Orga hintersteht oder ob es einfach nur 5 Mates sind, die zusammen zocken. Ich habe da jetzt direkt keine Orga gefunden, aber ich habe ein Logo gefunden. Deswegen habe ich es auch eingepflegt. Trust Universe UN ist am Start. Also mit 2 zu 0 Unicorns. Ich bin gespannt. Man hat erstmal gesaved. Man sieht es ja bei Universe. Hat noch 2 UMP45. Und wie immer, ja. Ihr wisst, weil ich weiß, mein MP9 sage ich einfach mal jetzt ganz mal einfach aus Raterei. Hier gesaved, ja. Ja, ist Round of 32 jetzt, ja genau. Also machen wir RO32 rein. Perfekt. Auch noch ändern. RO32. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alles hier. Let's go, Fuchs of Game. Wieder Inferno, wieder eine schöne Map. Und Unicorns, können sie sich jetzt hier mit dem nächsten Mal Inferno und vielleicht auch mit dem Sieg langsam Inferno sozusagen wieder ja, zurecht spielen? Kann man sich wieder zurechtlegen? Der letztes Mal, ich habe so eine Interview zugehört hier bei Venom, als der gute Kazuya drin war. Ich hätte auch mal gerne im Interview. Ein bisschen Faxen machen mit ihm. Hat er gesagt, dass er gerade aktuell, dass sie eine Umstellung hatten hier auf League of Legends, auf Inferno und dadurch erstmal nicht mal ganz klarkommen. Aber egal, man hat es gesehen, man kommt auch nicht klar, man wird erstmal ein Duell. Aber zum Glück ist Orko da und holt eine wichtige Frag, dann macht man ein Spray dich gegen Live. Der hat auch keine Chance, Andi steht auch hinten da. Ja, da war es auch schon wieder mit der Force bei Universe. Und man hat nur noch die guten Forzi und Frag am Start, die was machen wollen, können, wie auch immer. Aber Moment, der heißt hier Neofrag, heißt der. Ich muss erstmal klarkommen, weil keiner der beiden Teams, ja, shame on beide Teams, an Unicorns und an Universe, haben irgendeinen Namenstrainer. Orkolicious aber macht den Frag gegen den guten Neofrag. Und Neofrag, ja, wir sind jetzt nicht in der Matrix. Ich hoffe, der kann auch keine Matrix-Moves. Weil wenn der Matrix-Moves aufpackt, packt jetzt hier, dann sehe ich ganz richtig schwarz für Unicorns of Love. Darauf wollen wir einfach mal nicht hoffen. Ich hoffe, die Matrix, er hat die falsche Pille genommen hier, ne? Welche Pille war es? Rot oder schwarz? Rot oder blau? Ich hoffe, er hat die falsche genommen. Und somit kann er ja nicht gut performen. Dann ist alles gut. Und die Unicorns können hier komplett durchmarschieren einfach. 3-0. Super Start erstmal. Aber jetzt beginnt der Ernst. Oder das, er, das, der, der, den, das, wenn, die, wo. Ihr wisst, was ich meine. Es wird ernst jetzt in dieser Runde. Denn man sieht es auch direkt. Forzi mit der AWP. 3 M4s und eine AUG am Start hier bei Universe. Und somit, jetzt startet der Ernst des Lebens. Das ist ja egal, Digga. Raus! Und drüben hat man mal die auch nochmal eine AWP. Und dann Kazuya mit seiner MAC-10. Und Crispy wird erstmal weggeschossen. Vor sie super offensiv jetzt hier auf der Banane. Und man sieht direkt, Trust Universe, ganz, ganz anderes Spielstil. Super aggressiv hier auf der Banane. Und da das nächste Duell hier. Und vor sie gewinnt das auch. Hat die einfach einen besseren Spot. An die läuft einfach nur rein. Und das sieht nicht gut aus jetzt hier. Die Omen sind nicht gerade so auf grün für Unicorns in dieser Runde. Direkt in der ersten Waffenrunde zeigt man hier doch, was abgeht. Aber Kazuya mit einer super Position rotiert er nochmal. Und da wird hier erstmal vorsichtig bestraft. Und Frag, Neofrag schubt auch noch. Und da steht man hier ganz weit vorne bei Orkolicious. Der kann dadurch komplett erstmal 2 Spieler komplett fesseln. Und damit kann man Richtung B sich rotieren. Und Orko mit dem nächsten Spray, aber der sitzt nicht ganz. Und da muss man natürlich jetzt nur noch an Live vorbeikommen. An The Live und JDC und
der gute Kazuya sind auf dem Spot. Jetzt hat man das 2 gegen 3. Das kann man auf jeden Fall holen, die Runde noch. Super gut performt von Oko. Der hat dadurch auf jeden Fall 2 Spiele erstmal fesseln können. Die mussten offensiv gehen, aber jetzt gut gemacht hier von Lukas P. Denn JDC wollte sich auf die Erhöhung stellen und da ist nichts mehr. Und jetzt die Smoke gut für gelegt. Aber Kazuya super erfahren. Steht noch close vor der Smoke und jetzt muss er nur face it. Und dann macht er den ersten, den zweiten, ist auch noch. Richtig gut, jetzt kann er sich fast zischen. Richtig gut gemacht. Versteckt sich. Und somit kann The Life nicht viel machen. Jetzt macht er den Spray, Kazuya, Junge. Mit dem 4er. Rastet hier aus. Was für ein Ding. Was für eine schwierige Situation. Holt hier nochmal den ersten Spray und dann zieht er nach rechts und der Flick landet im Gesicht. Zieht es zurück, weiß ungefähr, wo der Ding ist. Kazuya, Alter. Der alte Mann hier richtet sie einfach hin. Trust Universe. Ja, die müssen auf jeden Fall auf das Universe trusten. Wir haben einen Kazuya. Was soll man dazu sagen? Das war richtig, richtig gut. Kazuya mit der Einzelperformance hier. In dem 4K gönnt er sich komplett hier am Ende die Runde. Und das war so wichtig für Unicorns, jetzt hier diese Waffenrunde auch hier zu dominieren. Denn, mal ganz ehrlich, wenn man es nüchtern betrachtet, Unicorns hier die Runde eigentlich verloren. Nur Kazuya mit einer richtig starken Einzelperformance holt hier die Runde für Unicorns noch. Muss man einfach so sagen. Und da muss man aufpassen. Dann merkt man halt schon, dass es ein ganz anderes Kaliber ist. Ja, auf jeden Fall Gott. Ja, eigentlich ja. Auf jeden Fall Gott. Des Universums, ne? Da wurde sie bestraft. So, erstmal was trinken. Let's go. Weitere Runde. Man hat die Pistols, die Force bei gemacht, über Universe. Aber mit Deagles kannst du halt, wenn du nach vorne läufst, Informationen zu sammeln, nicht viel machen. Aber Neofrag, schönes Ding erstmal ins Gesicht von Kazuya. Der hat gerade noch das 4K gemacht und gegen die CZ hat er keine Chance. Jetzt geht man einfach vor, der Spraydown von Oko. Jetzt will man hier die Smokes werfen. Es wird ja schnell rotiert. Die Smoke kommt vor. Aber schön gemacht. Dann wird er einfach auch weggemollot. Und es hätte auch The Life niemals überlebt hier, das ganze Ding. Oko jetzt hat den richtigen Sinn. Neofrag kann mit der gewonnenen Waffe von Kazuya nicht viel machen. Die AK wird gesaved. Damit man nicht nochmal irgendwas hier legen kann. Gut gemacht hier. Weggeschossen komplett. Und somit hat man hier keine Möglichkeit mehr, noch irgendwie mit irgendwelchen Waffen komplett auszurasten. Aber trotzdem. Der gute Forsy ist hier noch da mit der Deagle. Zielt hier noch ab. Vielleicht will er noch einen Frag sich gönnen. Aber vielleicht auch noch einen dritten Frag. Und da sieht man es. Sehr schön gemacht hier von Oko. Die Waffe, die kriegt er nicht mehr. Ne? Forsy will die haben. Schön gespielt. Und das sind diese Kleinigkeiten, auf die man hier geachtet hat. Jetzt hier bei Unicorns of Love. Hoho. Ich dachte, jetzt gibt es vielleicht noch einen Frag gegen Crispy, aber nix ist. Crispy gönnt sich den Frag auf der anderen Seite. Und somit schön gemacht. Keine M4 hier für den guten Forsy, dass er irgendwie noch Waffen safen kann. Oder nach Kava ist er in dem Fall. Schön gespielt. Somit Universe kann diese Waffe nicht bekommen und muss hier wieder in die Vollen schöpfen. Kann hier nicht irgendwie ein paar Dollarscheinchen sich sparen. Und somit sieht man auch, hat man jetzt hier Full Utility bei 3 Spielern und eine Doppel-AWP mit The Life und Forsy. Und da bin ich mal gespannt, denn Attex hat Probleme gehabt gegen dieses Lineup. Und jetzt vielleicht macht es irgendwie Sinn, denn das erinnert mich komplett an Attex. Denn Attex ist genauso mit der Doppel-AWP am Start. Aber Andy konnte nur kontern. Der gute Levy direkt zurückgezogen. Und man hat es 4 gegen 4. Man ist sehr, sehr stark auf der Grundlinie präsent. JDC jetzt ins Duell gegen den guten Lukas P. Der kann nichts machen. Und jetzt rennt man einfach nur über CT-Base rüber. Aber da steht immer noch Neofrag. Und der hat man ja ganz auf dem Schirm. Man muss hier Neofrag auf dem Schirm haben. Neofrag jetzt von hinten holt den Frag gegen Kazuya. Und JDC wird auch rausgenommen. Und es ist Live, der hier auch noch einen holt. Und da ging es doch ein Tick zu schnell. Man hat den Spieler auf Bibio überhaupt nicht auf dem Schirm. Und somit kann auch noch der B-Spieler komplett alles halten. Holt hier 3 Frags raus. Und da hatte Unicorns eigentlich sogar kurzzeitig Überhand und will es doch einen Tick zu schnell im Split auf dem B-Spot spielen und scheitert dann daran. Und das ist der erste Punkt für Trust Universe. Und man kann hier weiterhin beide AWPs am Leben halten. Und Unicorns of Love muss ein bisschen aufpassen. Hat jetzt auch kein Geld mehr, nicht mehr wirklich viel. Ein bisschen ist noch da, aber nicht mehr wirklich viel. Dass man sich jetzt nicht hier noch weiter in den Runden verschenkt, sondern einfach erstmal die Runde holt wieder. Clever ausspielt, gut ausspielt. Man merkt halt komplett hier gegen das Team hier von Trust Universe, spielt man auf jeden Fall auch sehr aggressiv und schnell. Die letzten Runden will ja auch keinen Raum den Leuten geben, weil die genau, die können ja auch langsame Spielweisen, das können die Profis ja, die in der Advanced spielen auf jeden Fall eigentlich alle. Mit schnellen Runden hat man echt seine Probleme. Denn da muss man auch super schnell reagieren und JDC, ganz bitter, kommt gerade noch weg mit einer AB. Halleluja. Kommt er gerade so nochmal weg.
War das close, aber trotzdem hier Levy gut gemacht, lässt ihn durchlaufen. Und das ist eine richtig starke Aktion. Ersten, zweiten und dritten. Levy gönnt sich den 3K, kommt hier wie immer irgendwie durch. Es ist nur Kazuya alleine. Der holt erstmal den ersten Frag. Rennt durch Richtung A-Spot. Oh, wie stark hier, Junge. Kazuya wieder. Alter, ganz starke Situation hier von Levy gemacht. Der rennt einfach auf dem A-Spot. Und jetzt muss man einfach gamblen. Ganz, ganz frech. Bombe planten. Angefaked, da ist halt nie. Von oben kommt halt noch einer. Oh, gefährlich, aber das ist die bessere Position. Da merkt man die Erfahrung. Kazuya, jetzt guck nach oben, bitte. Oh, da wird er gesehen, frühzeitig. Lukas P. Richtiger Moment da, holt den Frag. Schade, aber der Bombenplate war nochmal da. Das wichtige Money hier für Unicorns of Love. Somit kann man nächste Runde, denke ich mal, nochmal reinkaufen. Da auch Crispy 3-6 hat. Aber da hat man irgendwie Levy durch. Ja, Manu, wie sagt man so schön? Albi ist heute echt ein bisschen sprachbehindert. Lukas auf jeden Fall irgendwie in die Levy war es, ja? Durchschlüpfen lassen und ich wollte was manövrieren sagen, weißt du, aber irgendwie meine Fresse. Irgendwie ist er durchgeschlüpft und Konter hat das gut gespielt und ganz, ganz schlimm. Ja, genau, das wollte ich sagen, Alter, immer auf, Alter. Aber das ist hier hängen geblieben, so voll hängen geblieben. Lieber durchgeschlüpft, das ist so meine Umgangssprache, das finde ich viel cooler. Cooler, ja? Ist für den Albi ein bisschen einfacher. Und wenn man, besonders wenn man hier so anfängt, so Double Time zu rappen und schnell zu reden, dann wird es sowieso immer schwieriger, wenn man dann doch mal ein paar Wörter hat, die so ein bisschen nicht so alltagsmäßig am Start sind. Und dann wird es relativ schwierig, das flüssig so rauszuhasseln. Ja. Ja, auf jeden Fall erstmal nochmal eine Waffenrunde aus Sicht von Unicorns of Love, super wichtig, aber Plus Money ist da bei Trust Universe. Und aktuell scheint das Universe auf jeden Fall auf ihrer Seite zu sein, muss ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es nochmal eine Mollo, da muss man sich echt nochmal zurückziehen, aber Okko und JDC. Im richtigen Moment weggekommen, nur ein bisschen Schaden bekommen. Jetzt muss man eine Smoke bei allen bitte Spielzeit noch, ein bisschen mehr sogar auf der Uhr. Kann man noch mal ein bisschen warten. Und ja, Crispy ist derjenige, der ein bisschen auf vorgeläuft und checkt schon mal ein bisschen die Banane aus. Ob da was geht und geht auf Contact vor. Muss erstmal alles auschecken. Und somit kann man hier rotieren und man hat JDC platziert auf der Grundlinie. Die anderen drei sind sehr passiv. Einer Mini-Pit, man sieht vor sie dort, beide anderen, Lukas P. und Levy on site. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie der Go hier funktionieren wird. Man hat das 4 gegen 2. Das ist machbar. Die Flashes fliegen. Was machen die anderen Jungs? The Life muss ich zurückziehen vielleicht. Aber Frag macht einen wichtigen Konterfrag hier erstmal. Und er macht den nächsten. Okko hat keine Chance. Dann wird er nicht rausgenommen. Super wichtig. Und dann ist es aber immer noch JDC. Der nimmt den wichtigen Spieler raus. Den ersten macht er. Den zweiten muss man auch noch gönnen. Das war so gut gespielt von ihm. Und da steht ja auch noch Andy close vorne. Und jetzt ist er immer noch 20 Sekunden. Jetzt muss man sich überlegen, was er macht. Und die AWP steht auch noch da. Oh, Andy, dreh dich um. Andy hinter dir. Aber Andy macht den wichtigen Frag. Aber da steht immer noch einer in der Ecke. Und das ist Alive, der den wichtigen Frag macht. Und jetzt nur noch die Bombe Kazuya. Er hat halt nur noch 9 Sekunden, 8 Sekunden. Kann er es noch legen? Es wird so close. Oh mein Gott, das schafft er nicht. Das wird das nicht machen. Kazuya! Na! Das wäre die Runde gewesen. Und da hat man sich einen Tick zu viel Zeit gelassen. Eine Millisekunde. Hat gefehlt. Und da merkt man dann doch am Ende irgendwie das schnelle Spiel. Es wird ein Tick zu hektisch, finde ich. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass Trust Universe, keine Ahnung, sieht im ersten Moment nicht für mich aus, aber doch unkonventionell steht vielleicht. Nicht so verschiebt, wie man es eigentlich gerne hätte. Wie man es gerne kennt oder wie man es kennt. Und dann holt man sich halt so die Runden. Schade. Jetzt nur Kazuya mit der AK, weil er ja gerade überlebt hat. Hat dadurch kein Geld. Die anderen haben Geld, deswegen wäre natürlich schön, wenn die AK überlebt. Und drüben hat man aber auch wieder viele Verluste einbüßen müssen. Wieder die Doppel-AWP. Also durch die Doppel-AWP ist man auf jeden Fall auf Augenhöhe und kriegt hier Punkt um Punkt. Darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und jetzt geht man hier Richtung den A-Spot, was auch nicht verkehrt ist. Aber da stehen halt 4 Leute und es wird ein richtig hartes Ding werden, jetzt lieber kurz zu laufen vielleicht. Gucken, was passiert. Ich drücke den Daumen für Unicorns of Love, dass man im Spot kommt. Das wäre so wichtig. Denn da geht einiges für die Jungs. Denn man ist schon gerade über kurz durch. Und das ist richtig gut jetzt hier. Was wird das jetzt hier? Wie viel kann man denn nehmen? Man kommt einfach durch auf den Spot. Da steht noch einer. Da umdrehen, macht den Frag und der macht aber alle 3. Levy rastet komplett aus. Und der macht hier die Frags. Und jetzt ist es aber Kazuya nochmal mit einem Konter. Das sind noch alle die mit der Pistol. Und der kriegt ja auch nichts hin. Richtig bitte. Man kam zu dritt on site rauf. Und der Typ da hinten in der Ecke, Levy war's. Kann hier 3 Spieler sich gönnen. Schade. Das wäre es gewesen. Ein Kopfschuss. Mehr und der Junge wäre Geschichte gewesen. Es hat nicht geklappt. Schade.
Aber man hat sich einfach auch leider in dem Moment den falschen Spot ausgesucht. 4 Leute haben auf dem A-Spot gestanden. Super bitter. Ja, super bitter, dass es so gegambelt hat, ne? Levi hat komplett Bock. Geht vorne rein. Geht noch auf die Duelle. Kriegt auch gut Schaden rein hier von der Low Web. Hat noch 1 AP. Und jetzt geht man super aggressiv. Und jetzt Andi vielleicht mit dem Shot hier gegen Levi. Aber Lukas P macht ihn. Jetzt kriegt er nochmal Schaden an. Also wie viel Damage gerade hier Levi in der Runde gemacht hat, ist schon insane. Jetzt nochmal. Es ist 3 gegen 2. Unicorns in Unterzahl. Müssen ein bisschen aufpassen. Ja, und Lukas P. Kopfschuss direkt gegen Andi. Die Jungs brauchen eine Pause auf jeden Fall. Ich finde es doch immer noch ein Tick. Zu schnell, oder die Sache ist einfach, vielleicht wirkt es einfach nur so schnell, weil die Jungs von Trust Universe sehr offensiv dann teilweise schon wieder spielen und damit den Spielfluss auch von Unicorns unterbrechen. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Man muss es wahrscheinlich im Detail sich genau angucken, wie das Spiel jetzt hier verläuft. Es wirkt hektisch, ist es vielleicht aber gar nicht. Aus Sicht von Trust Universe perfekt, wahrscheinlich super gut gespielt, weil man genau so spielen sollte. Einfach aggressiv gehen und dann geht's los. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall sieht es danach aus, als wenn man jetzt hier nur safen möchte. Crispy, die AWP für seinen Mate. Sollte das 5-5 sein. Und dann muss man wahrscheinlich in die Full Echo gehen aus Sicht von Unicorns of Lore. Vielleicht ein paar Pistols, Bonus Money ist da. Aber Trust Universe hat hier auf jeden Fall erstmal ausgeglichen. Und das heißt doch schon was. Und die Doppel-AWP auf jeden Fall bis jetzt noch nicht gebrochen. Aus Sicht von Unicorns of Lore. Sehr, sehr bitter. Und da hat man es halt vorher auch schon gemerkt. Nur die Einzelspielaktion von Kazuya hat es halt gerissen. Nochmal zum Abschluss. Summa summarum, wenn man es genau betrachtet, sehr, sehr enge Runden. Ne? Also sonst verliert man immer sehr, sehr viele Spieler bei Trust Universe. Man überlebt mit einem Spieler manchmal. Jetzt die erste Runde, wo man wieder mit 4 Leuten überlebt. Kann vielleicht ein bisschen Geld aufbauen. Nicht wirklich. Ne? Also so ein bisschen schon. Ich glaube, The Life wird noch ein bisschen was haben, weil der, wenn er so nur ein bisschen Utility nachkauft, aber Levi wird sich selbst kaufen. Dann Lukas P. auch noch. Der Rest muss er Utility nachkaufen. Man sieht es halt komplett. Guckt euch an. Nur The Life hat genug Geld und Neo Frag so ein bisschen. Aber ansonsten sieht es nicht so aus. Ich glaube, was glaube ich Elfeno gerade stört, ich glaube, es gab keinen offensiven Play für die Bananenkontrolle, dass man dann so ein Gamble hätte gemacht hat. Ich bin aber nicht sicher, müsste man sich halt analysieren, Amu, in dem Fall. Aus meiner Sicht jetzt sowas, warum ich uns unmutig hier sehen würde. Aber egal, vielleicht Andi, er ist nicht Crispy, er ist mit dem Shot. Der hat diesmal die RWP. Hat er sich verdient gehabt, hat er gesaved, will jetzt mal ein bisschen spielen. Hier mal gucken, Crispy lange nicht mehr an RWP gesehen. Deswegen bleiben wir einfach mal da drauf. Vielleicht können wir sich was gönnen. Schauen wir mal. Man weiß es nicht. Jetzt der Crispy. Und der macht es. Der erste Schuss hier von The Life da vorbei. Super sofort. Und dann war es beinahe der No-Scope. Aber dann Neofrag mit dem Double. Und das ist natürlich super bitter. Jetzt noch schnell vorpushen mit der CZ. Hat der Andi die AWP bekommen? Hat er nicht. Lukas P. hat auch noch was bekommen. Eieiei. Man will unbedingt die AWP haben. Es ist so bitter jetzt, die verloren zu haben. Da kommst du halt nicht ran. Ah, und Frosi steht close an der Kante. Oh, der Kopf. Du sitzt jetzt JDC alleine. Vielleicht nochmal ein Klick Richtung Neofrag. Trotzdem 1 gegen 4. Sofort, vielleicht sitzt nicht so wirklich für den Mate. Aber die Anschüsse oder der Kopf sitzt auch nicht von JDC. Somit 6 zu 5. Trust Universe geht in Führung. Klar gegen die Force Bear. Und jetzt hat man wieder eine gute Waffenrunde dabei. Unicorns of Love. Weiter geht es. Unicorns muss jetzt rasieren. Durchziehen. Das wäre super wichtig. Let's go, Unicorns. Wir wollen jetzt nochmal eine Runde sehen hier einfach. Andi wartet in der Mitte, dass eigentlich einer vorpiekt und sich hier zeigt. Und da gibt es den Informationsschaff. Oh ja, easy. Ja, da lag halt keine Smoke, Bruder. Forcey macht hier einen ganz, ganz interessanten Play. Will jetzt hier über die Smoke sich boosten. Also was man ja sonst so macht. Aber Andi, für ihn ist es gar kein Problem. Levi jetzt hier mit dem Spray down und verbrennt man Crispy. Somit ist 4 gegen 4 direkt wieder. Und die haben Doppel-LP mit Lukas P und The Life steht immer noch. The Life halt hier bei B und der Rest ist noch auf der Grundlinie unterwegs bei JDC. Beziehungsweise bei UL, meine ich. Jetzt schiebt man so ein bisschen in die Hauskontrolle, möchte dort drüber angreifen. Wieder auf dem A-Spot, wieder der 3-Mann-Stack. Man ist auch sehr offensiv, JDC sehr weit vorne, die Granaten fliegen, den ersten hat er kassiert. Noch 50 AP, muss aufpassen jetzt. Wird schwierig und Kazuya jetzt mit der Support-Flash.
Die landet rein und jetzt kann man raus per Pressure. JDC ist erstmal draußen. Jetzt muss er natürlich hier rasiert werden. Es wäre so wichtig, den Pitch wieder zu gewinnen. Und da ist es Kazuha, der den wichtigen Fact macht. Kazuha mit dem zweiten vielleicht oder nicht. Aber von der Seite ist er der nächste. Und dann kippen sie alle instant um hier bei Unicorns of Love. Und dann wird der Hold gespielt. Und man greift wieder den A-Spot an. Mit Waffen. Und das hält man einfach so gut bei Trust Universe, dass Unicorns of Love sich jetzt langsam mal wirklich überlegen muss, dass man vielleicht doch mit Waffen auf dem B-Spot angreift. Mehr die Bananenkontrolle bekämpft. Und da was macht. Man hat wieder halt drei von den vier Leuten Richtung A geschickt, was auch nicht verkehrt war. Da hat der AWP ja stationiert gehabt auf Banane. Und somit die nächste Runde hier an Trust Universe. Neofrag jetzt mit der Kontrolle für die Banane, geht nach vorne, holt sich hier Crispy raus. Jetzt hat man die Bananenkontrolle auf jeden Fall safe hier. Und somit muss jetzt die Unicorns of Love überlegen, wie sie hier weiter vorgehen. Man hat jetzt nur noch drei Deagles, ist ja auch eine Pistol Force bei nächster Runde, wird wieder Waffen geben. Und in der Mitte pusht man vor sie und so haben Bock drauf. Man will die Runde schnell beenden, einfach um sein Momentum zu behalten. Nicht, dass man irgendwie sich hier was nehmen lässt. Nächste stirbt und nur noch Kazuya alleine. Vielleicht kann er noch mal ein paar Klicks landen. Aber da geht nichts mehr. Neofrag holt sich hier wieder eine 3K raus. Hat auch aktuell 17 Frags. Also Neofrag ist doch langsam in der Matrix. Wie ich es am Anfang gesagt habe, ist er der Matrix-Spieler. Er hat es geschafft. Und so sieht auch das Ergebnis aus. Man hat von 0 zu 5 ein 8 zu 5 jetzt gemacht. Und aktuell Momentum auch auf Sicht von Trusted Universe auf jeden Fall bei ihnen, würde ich meinen. Unicorns of Love hat es gerade selbst so gemacht mit der Gucci-Squad. Jetzt braucht man mal eine nächste wichtige Runde. Am besten 8 zu 7 draus zu spielen. Das wäre einfach mal super wichtig. Jetzt pusht man wieder vor. Crispy steht halt jetzt auf der Banane alleine in der Mitte. Geht ein bisschen Action. Aber jetzt geht man weiter auf die Kontrolle. Jetzt wird hier gelöscht, ja. Damit ist Crispy bekannt. Gibt es eine Doppel-AWP, eine Doppelgranate? Oh, eine Support-Flash. Die war richtig gut, aber war gegen. Und Crispy kann einen wichtigen Counter-Flash setzen. Im 1 gegen 2 sogar. Super wichtiges Duell. Aber da geht halt keiner hinterher. Kazuha holt sich auch noch Levy raus. Und dann ist Okolisch auch noch im Gesicht. Das muss es halt sein. Diese Runde muss es sein. Jetzt weiß man, dass noch einer da ist. Lukas P. jetzt hier im Pit. Macht den ersten Shot. Verfehlt und wird dann rausgenommen von Kazuha. Und jetzt ist man endlich nach wie vielen Runden denn? Na, nach gefühlt 8 Runden. Das sind ja auch 8 Runden. Auf dem A-Spot gekommen. Ich glaube, davon waren 6 Richtung A-Spot. Und Okko jetzt hier mit der Bombe. Die muss ja schnell rotieren. Und somit denke ich, man wird sie live die Waffe durchbringen. Man hat hier noch genug Geld, um reinzukaufen. Aber trotzdem hat man somit alle Chancen noch aufs 9 zu 6. Auf jeden Fall aus Sicht von Trust Universe. Und geldtechnisch ist man voll gut da. Man könnte jetzt so, ich glaube, ja, so viel Geld ist nicht davor. Sie hat nur 3,5. Kommt dann, glaube ich, gerade so auf seine 5.000. Also nimmt man die AWP mit, kann dann lieber droppen, Full Utility spielen. Und somit hat aber auch Unicorns die Chance bekommen auf das 8 zu 7. Genauso umgekehrt, dass 9 zu 6 noch alles drin ist. Doppel-AWP merkt man aber auf jeden Fall, ist jedoch ein großes Problem für Unicorns. Und man merkt auch, wie stark sowas sein kann. Und daran sieht man einfach auch, dass wenn man das genauso gegen Attacks, auch Attacks-Probleme hatte. Denn normalerweise kennt man Attacks so mit Mantu und Slacks. Die beiden hier mit der AWP immer unterwegs. Mantu ist ein Allrounder. Ja. Und so ein Allrounder, sag ich mal, wie Mantu filtert Unicorns zum Beispiel. Man hat jetzt die feste AWP. Crispy kann man damit auf jeden Fall so sich anschauen. Aber ich glaube, im direkten Vergleich wäre ein Mantu, glaube ich, schon stärker als ein Crispy. AWP-technisch und so geht es so gut ab. Aber hier werden jetzt Vermutungen aufgestellt von Albi. Kriegt bestimmt noch eine Bombe von ihm. Egal, weiter geht's. Letzte Runde jetzt hier, in der ersten Hälfte. In der Dreamhack Qualifier jetzt hier. Und da will man auch mal rein. Und warum ist jetzt hier X-Ray aus? Was habe ich gemacht? Jetzt ist er wieder an. Aber Andi mit dem ersten wichtigen First Frag. Jetzt kann Andi vielleicht hier nochmal den Crispy noch einholen. Super wichtig. Und da sieht es ja richtig gut aus für Unicorns of Love, dass man hier die nächste Runde holt. Und man merkt auch, wie gut es läuft, wenn man Richtung B-Spot angreift. Ja, aber wieder diesmal drei Spieler auf dem B-Spot gewesen. Und guck mal, wie frech Lukas P. ist. Der geht ja nochmal vor, piekt hier einfach und gönnt sich Crispy. Ja, auch super eklig. Jetzt wird nicht mal rotiert. Man bleibt so drauf und Andi, jetzt muss den Frag nur machen und den macht er. Und jetzt muss man dann komplett rotieren Richtung B-Spot. Weil jetzt kann man sich hier noch gönnen. Levy kann hier nochmal einen Spieler sich snacken, der gerade rotieren möchte. Kazuya hat keine Chance. Und jetzt hat man trotzdem noch das 3 gegen 2. Super gefährlich. Aber Andi nach hinten deckt ab, holt den wichtigen Frag. Es ist nur noch Forzy aus Sicht bei Trust Universe. Und es sollte eigentlich zu 90% der Sieg sein für Unicorns of Love in dieser Runde zum 8 zu 7. Somit ist nochmal alles drin. Und Trusted Universe muss nochmal genauso kontern. Aber die MVP ist stark. Sieht den Spieler Andi. Oh, Andi, Alter.
Richtig stark ihn aber wegrotiert, aber er wusste, dass er da ist. Und somit kann er noch ein 1-on-1 rausholen. JDC aber steht close und überrascht ihn vorne und gönnt sich den Snack. Den guten Forsy und somit wurde zwar nochmal spannend, aber eigentlich auch nicht. Somit holt sich Unicorns hier nochmal die 7. Runde und darf jetzt als CT performen. Und muss am besten natürlich direkt die Pistole gewinnen. Let's go! Nächste Runde. Nächste Hälfte. Wir sind in Runde 3 hier. Der DreamHack Open Winter Europe Qualifier. Trust Universe Advanced Team. Unicorns of Love Advanced Team. Trust Universe stehen, glaube ich, gerade 6-7 im Elfen, wenn ich mich richtig jetzt hier korrigieren möchte. Unicorns of Love steht eher 3-6, glaube ich sogar. Da steht man nicht so gut da. Also, wenn man jetzt nur auf die reine Statistik guckt, ist hier Trust Universe das bessere Team. Aber Unicorns kann es auf jeden Fall auch. Und es ist wieder Inferno, die nicht so gut laufende Map aktuell. Und Neo Fragget ins Duell gegen JDC und der verliert das. Und man hat jetzt hier ein Problem, denn da ist nur ein Spieler, der nach vorne geht. Und Neo Fragget hat die USP. Irgendwie stark er ist. Live geht auch vor. Jetzt hier im Haus hat man auch schon die Kontrolle. Jetzt muss man aufpassen. Ah, nee! Geht ins Duell gegen zwei. Super offensiv. Will die Information rausholen, aber es passt einfach nicht. Jetzt auf Grundlinie. Oh, Kulisch, geht auch noch ein Shot rein. Also die Pistols laufen überhaupt nicht. Und Kazuya lässt hier zwei durchspringen. Richtig gut gemacht. Jetzt nochmal wegrotieren lassen. Da macht es Kazuya. Den ersten. Kazuya, den zweiten. Wie gut gemacht von Kazuya. Den dritten kommt schon auch schon. Macht es Kazuya schon wieder, Junge. Das 1-2. Jetzt ist Ace für ihn. Das wäre so wichtig. Und der hat das hier nochmal rausgespielt. Oh mein Gott, der weiß halt nicht, wo er hingehen muss. Überall sind die Spiele. Ja, und der Mord, das kommt schon, aber nein, keine Chance. Er war halt komplett in der Triangel, ne? Er war hier so im Kreuzfeuer. Aber gut gemacht von Kazuya nochmal. Wieder so ein Highlight von ihm. Am Ende aber die Pistol, klar an Trust Universe. Da wurden Schellen verteilt mit den Pistols. Unicorns gerade, da laufen die Pistols einfach überhaupt nicht. Zwar hat man die selber als Terror geholt, aber als CT jetzt gerade wieder nicht. Und ich glaube, overall letzter Zeit... Die Pistols laufen einfach nicht mehr so gut. Jetzt sehe ich hier kleine Force bei mit der Scout. Andy trifft erstmal direkt. Ja, Force sind nur noch 12. Da sollte man vielleicht auch die AK mal wechseln. Wobei die AK für Distanz natürlich doch ein Stück stärker ist. Aber mal schauen. Man hat auf jeden Fall reingeforst. Alles ist noch drin. Wenn man die bei natürlich gewinnt, ist natürlich mega nice. Und die Sig und die AK rausstehen, wäre natürlich was. Aber was war das denn für ein Frag von Neofrag? Also, das ist wirklich hier Matrix-Shot. JDC, gar keine Chance, dieser Flickshot beim Bewegen war natürlich problematisch. Crispy jetzt in der Ecke, Neofrag hat ihn gesehen. Jetzt Crispy, kann auch nichts machen. Nimmt ihn nicht raus. Die Scout von Andy jetzt hier nochmal close vorne, kann auch nichts treffen. Auf Distanz, die Farmers, Kazuya, der mit dem Spray will wechseln auf die USP. Kriegt's auch nicht hin. 1-4. Alle haben halt wirklich viel Schaden gefressen aus Sicht von Trust Universe. Okolicious jetzt hier mit der MP7. Rennt rum gegen die Scout. Kriegt nochmal einen Anschuss, hat selber jetzt nichts mehr. Ist die Frage, ob er jetzt nochmal versucht zu facen. Da hat er aber keine Chance. Denn sie live rotiert schon. Und wir haben 10 Punkte bei Trust Universe und Unicorns of Love 7. War einfach so, wie es ist. Jetzt wird man die Full Echo spielen bei Unicorns of Love. Und dann wird es 11-7 spielen, bis dann die erste Runde hier passiert für Unicorns of Love. Und dann braucht man einfach auch direkt eine Runde mehr als Trust Universe. Denn diese Runde hat man vorhin mit Kazuya entschieden. Ne? Mit dem 4K, wenn man sich erinnert. Und da muss man einfach jetzt genau das Gegenteil machen. Jetzt hat man ein paar Granaten, die runtergehen und ist ja gar nicht so schlecht, aber irgendwie machen die gar keinen Schaden. Was ist denn da passiert? Schade eigentlich. Irgendwie hat hier vor sie gar keinen Schaden bekommen von den Granaten. Tja, CSGO und ihre Granaten, man kennt es. Oft Probleme in dem Moment. Und Unicorns of Love. Leider hier den Kürzeren gezogen, obwohl es ganz gut aussah. Vielleicht hätten man da ein, zwei Spieler rausnehmen können. Das wäre stark gewesen. Aber okay, jetzt die richtige Waffenrunde für Unicorns of Love. Trust Universe spielt hier nochmal eine halbe Bonusrunde mit Lukas P. und Levi. Utility und Co. ist alles voll vorhanden. Auf der anderen Seite auch. Und jetzt ein Duell für Levi. Mal aufpassen, Kazuya kann sich zurückziehen. Zum Glück hat aber nur noch 60 HP. Und man hat hier die Bananenkontrolle angespielt. Man sieht es hier auch, JDC und Crispy zusammen. Drei Mann auf die Banane. Stellt an, die hat mit der AWP. Und jetzt rennt man halt schon weiter vor. Und da steht halt Crispy mit der schönen Mollo. Erstmal Zeit rausspielen. Und Colleges macht den wichtigen Konterfrag. Jetzt zieht er auf lang durch. In der Bibel sind auch zwei Spieler. Man muss aufpassen. Jetzt nicht, dass man bei zwei Spieler läuft. Jetzt. Oh, Kollege. Und er geht einfach durch. Richtig frech. Und jetzt muss er ihn natürlich haben. Und er zeigt auch nicht. Den ersten macht er. Hat der zweite Spieler close of Codes gesehen. Und von hinten kommt mit Andy schon. Und der muss aufpassen. Der macht's aber. Richtig gut. Und die AWP-Shot, das sitzt nicht. Richtig bitter, was war das denn auf Distanz?
Mit der Sieg gönnt er sich hier den Frag. Und die AWP hätte es haben müssen eigentlich. JDC hat auch schon gut rotiert und ist jetzt gleich hier bei den Särgen, schleicht jetzt. Er hat eine gute Rotation gezeigt. Und jetzt hat Levi natürlich den Nachteil, weil der wird einfach nur planten. Jetzt wird hier vorgeschlichen von JDC, die muss er haben. Der Plant ging zwar noch durch, aber das sollte egal sein. Geldtechnisch ist eh gut was da bei Trust Universe. Man wird direkt wieder reinkaufen können. Die AWP wird gesaved für Andy. Und somit ist es das 11:8. Und man kann hier auf jeden Fall erstmal besser machen als Trust Universe. Man hat keinen Kazuya. In dem Fall wäre es ja dann. Wer war es gerade am Ende? Lukas P, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Der hier vielleicht der böse Spieler gewesen wäre. Aus Sicht von Unicorns of Love hätte er den Kazuya gemacht. Hat er aber nicht. Also, alles nochmal gut. Jetzt kann man wieder reinkaufen. Man hat noch genug Geld gehabt. Man sieht es. Man hat die eine Sig, man hat eine Farmers, man hat eine AWP, 2 M4s, Utility ist da, 3 Diffuse Kits, also hier alles super gut für Unicorns of Love. Auf der anderen Seite hat man auch natürlich gute Performance, ne? Waffen da, alles ist da, Geld hat man ja gerade, habe ich ja gerade schon gesagt, war vorhanden. Somit ist es nochmal eine Runde für Unicorns of Love, die man überstehen muss und auch hier einfach mal gut runterspielen muss. Und diesmal keine Bananenkontrolle für Unicorns of Love, sondern für Trust Universe. Und Crispy und JDC sehr passiv, wie man sie kennt halt, auf dem Spot, wobei diesmal ist es Crispy und JDC hier wieder die beiden. Diesmal muss ich andere Tasten drücken. Andy ist diesmal auf lang unterwegs. Mal gucken, was passiert. Erstmal passiert nicht viel. Man macht ein paar Molotovs und man wirft ein paar Granaten. Will so ein bisschen natürlich fake. Man ist auf der Grundlinie. Man hat gut rein. Also Trust Universe hat sehr viel Raum eingenommen. Und aggressiver Play von Kazuya. Holt hier einen wichtigen Konter. Also einen wichtigen Frag. Danach wird er aber gekontert sofort wieder. Und Andy ist auch weit offensiv. Und der sieht den Spieler. Und den muss er noch treffen. Na, richtig so. Ork holt sich auch noch ein. Bombe gedroppt. Wobei sie ist nicht gedroppt. Sie ist hinten liegen gelassen. Und somit schauen wir mal. Irgendjemand macht hier Krach. Hab ich jetzt hier zu viel gebrüllt? Alles noch gut. Irgendjemand hat hier die Tür geknallt. Ey, ist noch nicht 20 Uhr, alles ist cool. Ich darf auch mal brüllen hier. Aber meine Tochter macht vielleicht gerade irgendeinen Trick und dann bummert es halt komplett, weil sie da irgendwas macht. Egal. Wir gucken aufs Spiel. The Levy und Neofrag jetzt Richtung B-Spot und Crispy und JDC, die haben richtig Bock. Crispy geboostet, JDC geht close, ist blind, aber es ist Crispy in der super Position. Crispy mit dem ersten springt runter und dann sollte es doch jetzt JDC hier sein. Nein, Crispy mit dem zweiten, der hier von links piekt. Keine Chance. Schön gemacht. Super Runde von Unicorns of Love und die war wirklich Gold wert. Genau sowas hat man gebraucht. Schön mit vielen Leuten überlebt. Das ist wichtiges Money für das Team und somit kann man für Kazuya droppen. Gehe ich mal von aus. Man sieht auch Utility und Fuse Kits alles gekauft. Und der wird hier die M4 gedroppt. Und jetzt hat man erstmal wirklich eine super Runde hingelegt. Jetzt darf man sich die Runde nicht mehr leben lassen. Nochmal mit 4 Leuten überleben. Und dann hast du wirklich plus Money. Weil du hast jetzt Utility, du hast alles da aus Sicht von Unicorns of Love. Das wäre einfach perfekt. Und jetzt jumpt man hier vor. Ja, die Sig ist noch super gefährlich. Aber oh, Andy, Junge. Der hat einfach richtig viel Bock. Einfach nochmal den gefühlten Support-Shot Richtung den. Richtung Volksbau, da haben wir es. Und schön gehittet. Aber trotzdem hat man sich erstmal die Sieg zum Glück gesaved und kann die wieder benutzen. Also somit alles noch brandgefährlich für Unicorns of Love. Und man hat rotiert schon Richtung Baseball. Jetzt muss man ein bisschen sich verhaspeln. Crispy und Andy laufen ineinander. Aber Collision ist mit der Sieg selber am Start. Man steht auf der Grundlinie mit Kazuya und da hat man zum Glück jetzt auch Crispy da. Der kann jetzt abzielen. Jetzt bin ich gespannt. Da gibt es die Smoke. Die Konter-Smoke ist auch da. Man muss aufpassen. Es wird runtergejumpt. Die Molo, die sitzt hier viel kurz. Jetzt ist man hier schon da. Collision jetzt. Der wird einfach rausgeschossen. Aber jetzt muss der Spray von Crispy kommen. Der muss was treffen. Man muss aufpassen. Man hat halt gute Waffen. Jetzt muss man wirklich hier careful spielen. Man hat es 4 gegen 4. Alter Verwalter. Sieht nicht gut aus. Kazuya. Mit der Schabs. Mit dem Double Frag. Jetzt hier was für 2 Kopfschüsse von ihm. Richtig gut gemacht. Und somit geht hier einiges. Halleluja, wurde sich hier gegönnt. Aber trotzdem noch das 2 gegen 4. Die Bombe wurde noch nicht gedroppt. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Wir lassen mal die Autokamera entscheiden, was er uns zeigt. Ob hier Lukas P. und The Live noch krass Action machen können. Weil die können erstmal droppen. Lukas P. den ersten. Macht den zweiten. Lukas P. nicht den dritten. JDC ist im Gesicht. Und danach muss man sich jetzt auf jeden Fall die TZ rausgönnen. Andy zielt ab. Der muss halt on site stehen. Jetzt gibt es erstmal eine Molo. Die kommt richtig gut. The Live muss aufpassen. Die TZ, die treibt ihn raus oder nicht. Eieieiei, der steht close. Gut gemacht von The Life. Aber reicht halt nicht. Und somit gibt man sich die Frag. Und ich bin mal kurz AFK. Bin gleich wieder da.
So, da ist er auch schon wieder. Tochterchen macht halt wirklich ihre Übung gerade drüben für Chili-Ding. Sag's euch, da geht's ab. Nächste Runde, Waffenrunde für Trust Universe. Man hat ja so viel Geld gehabt, dass man vorher diese Mixrunde spielen konnte. Und jetzt muss man aufpassen. Levi geht auf Contact. Hat einfach übertrieben Bock. Holt den ersten Frag. Jetzt muss man aufpassen. Close or Delicious. Aufpassen. In der Smoke steht ein Spieler. Und der verfehlt ihn zum Glück. Richtig gut. Und Levi jetzt the Close. Steht halt, guckt aus dem Window. Levi, The Life. Holt sich JDC auch noch vorne. Das nächste Duell. The Life und den zweiten Spieler. Jetzt verliert man jedes Duell. Levi holt sich auch noch ein. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt man echt gut ran. Und es ist nur noch Alandi alleine. Der macht erstmal den ersten. Super wichtiger Frag. Jetzt will er wieder zurückrotieren. Der könnte natürlich auch einen Ace bringen, wenn man jetzt die Spieler rausholt, aber der könnte eigentlich schon die AWP safen. Halleluja. Trust Universe, jetzt sind alle Duelle gewonnen. Und das war natürlich ganz bitter jetzt hier in dem Moment für Unicorns of Love. Ich sag mal so, wenn man eine Runde abgibt und danach wieder drei Runden gewinnt, voll in Ordnung, dann gewinnt man am Ende die Partie. Dann schießt jetzt 12 zu 10, dann danach 13 zu 12. Dann verliert man wieder, dann schießt 13 zu 13, dann gewinnt man das Ding. 16 zu 13, da sind wir doch alle. Wie sagt man so schön, da sind wir doch alle d'accord, ne, da sind wir doch alle dafür. Aber jetzt will man unbedingt die AWP, Alter, haben, aber Andi nicht mit ihm. Andi den ersten. Andi rotiert. Andi den zweiten. 3K für ihn. Er hat richtig Bock, weiterhin. Mal gucken, ob er Andi bekommt. Andi den 4K. Der sieht den Spieler. Muss man aufpassen. Der möchte gegankt werden. Andi den nächsten. 4K für ihn. Ja, das war sehr teuer jetzt hier gerade für Trust Universe. Sonst hat man sich auch nicht so vorgestellt. Und das war schon ein Fehler von denen. Und das spielt hier gerade extrem Unicorns in die Hände. Man hat jetzt hier nur 3-5 teilweise. Um eine AWP zu handeln, das war jetzt gerade nicht gut. Und jetzt kann man sich fast schon überlegen, durch diesen Play, wenn man das Money Management auf dem Schirm hat, reinforcen oder nicht reinforcen. Ich bin gespannt, was Unicorns macht. Man macht nur den soliden Play mit den Pistols. Aber Andi hier, 4K von ihm. Da hat er wirklich super performt. Und lässt sich hier überhaupt nicht überrennen. Gönnt sich hier die drei Spieler, die ihn gejagt haben, noch. Und somit immer noch alles brandgefährlich. Andi steht jetzt, man sieht es ja, in... hier oben drin, ne? Und könnte vielleicht jetzt erstmal direkt sich hier den Spieler gönnen. Lukas P., aber oh, das Timing gerade so bitter für ihn. So bitter vom Timing her. Guckt jetzt nach ab. Jetzt muss man aufpassen. Jetzt Andi fällt runter. Er macht den Anschuss. Nein, wie bitter ist das denn? Jetzt kriegt er wenigstens noch die AWP, der gute Kazuya. Eieiei. Oh, aber Kazuya kann es halt auch, ne? Wenn er Bock hat. Und Oko, oh nein! Jetzt verliert man den Ball ja noch. Jetzt muss man aufpassen. Er holt sich jetzt hier auch noch einen Frag. Und dann ist es halt Crispy noch on site mit der P250. Und Levi holt sich aber Kazuya jetzt raus. Und die AWP ist damit futsch. Aber trotzdem 10 HP, 18 HP jetzt nur für Levi. Das ist halt richtig gut. Und was macht Oko? Wie aggressiv der vorgeht. Die AK hat man sich jetzt gegönnt. Das ist so gut. Aber dann close steht halt Levi. The Life. Richtig bitter. Schön gespielt jetzt hier. Wollte man vielleicht einen Tick zu viel, anstatt einfach 10 zu bleiben, abzuzielen. Schade. Schade, schade. Kannst halt nichts machen. Schön gedacht, schön gemacht, aber trotzdem. Ich glaube mal, Chrissy will es probieren. Im 1 gegen 2 ist alles drin. Levi hat halt nur 18 AP. Und The Life. Gut, ein Kopfschuss, dann ist der auch weg gegen die Sig. Einer ist on site, einer im Pit. Er hat halt nichts mehr. Die zielen ihn halt komplett ab. Das ist natürlich das große Problem. Was macht jetzt der gute Crispy? Der muss halt hier vorschleichen. Und hinter ihm Pit spielt er ja. Kommt da nicht mehr hinterher. Da hat er ihn zu spät gesehen und... da holt man sich die Runde Universe, Trust Universe 13, Unicorns of Love 10. Baum aber gelegt, aber trotzdem wieder nicht viel Geld, ne? Man muss wieder so komisch reinforcen. Hat nur 3, 4. Man kann natürlich Waffen, anscheinend kann man noch eine Waffe legen. Ja, es geht irgendwie noch hin. Trotzdem, man ist fast money broken. Wenn jetzt Unicorns of Love ihre Runde, die man jetzt hier wirklich eisern, mit knallharten Nerven wirklich durchgezogen hat, gespart hat, jetzt wiederholen kann, hat Trust Universe wirklich nur eine Full... eine Force Buy theoretisch oder eine Full Force, also entweder Full Force Buy oder eine Full Echo. Denn so wirklich Geld haben sie halt auch nicht. The Life hat 250 Money nur, $250, das war's halt. Ich bin gespannt. Kazuya hier mit seiner Nahkampfwaffe, JDC und Crispy halt beide auf dem B-Spot unterwegs. JDC jetzt mit der Molle, die Tick zu spät kommt, Support Flash ist da. Jetzt JDC muss jetzt nur rumziehen. JDC macht gar keinen. Und Crispy jetzt macht auch keinen. Da ist man auf dem Bisschen drauf, da kann man schon so gut wie safen gehen. Jetzt hier Levi noch sich gönnen, wäre wichtig. Oh, gefährliche Aktion. Oh, da war die Munition alle. Dann verliert man den nächsten Spieler. Universe wahrscheinlich jetzt den 14. Punkt. Ja, das sieht nicht gut aus. Schade. Schade, schade. Das macht gerade Just Universe richtig gut. Holt sich hier die Frags. Klar, Andi hat die AWP, der kann sich auch noch einen Frag machen. Das muss nur überleben. Gut gemacht von Okolicious.
Der guckt hier nochmal, checkt hier nochmal aus, aber dann geht er ins Duell gegen Lukas P. und der guckt da hin und holt den Frag. Das war so gut gedacht, aber einfach ein sicherer Frag wäre es gewesen, aber Andy immer noch am Leben. Man will unbedingt die AWP immer noch handeln. Ja, und diesmal falsche Taste gedrückt, keine Ahnung, guckt sich die Waffe an. Läuft rein und wird geholt. 14 zu 10, Unicorns of Love, jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand und haben kein Geld mehr. Jetzt muss man hier irgendwie nochmal safen. Man spielt hier nochmal Granaten und dann beim Endstand oder beim vorletzten Endstand, beim 15 zu 10 komplett Nerven und aus Stahl beweisen. Und dann erstmal in die Overtime sich reinschießen, das wäre so wichtig. Granaten fliegen, guter Schaden, aber nicht wirklich viel. Der wird weiter einfach runtergepusht und jetzt die Crispy. Macht doch nochmal drauf, das ist richtig gut jetzt hier. Und nicht den eigenen Mate abschießen, das wäre natürlich auch wichtig. Muss man aufpassen, den nächsten holt man. Und dann holt man sich alle Spieler, man kann trotzdem einfach zwei Spieler sich gönnen, das ist natürlich nicht schlecht, aber... Gucken wir uns das Geld an bei Trust Universe. Es ist einfach vorhanden. Unicorns of Love. Jetzt nur noch diese eine Runde jetzt hier. Wenn sie sie nicht holen, ist es vorbei. Sie brauchen jetzt diese Runde. Also, wo seid ihr alle? Jemand noch da hier von Unicorns? Ein bisschen reinchatten. Es muss jetzt hier passieren. Die Jungs hier von Unicorns of Love. Crispy, Ani, Ocalicious, Jealousy und Kazuya. Haben wir beinahe vergessen, ne? Die brauchen jetzt euren Support. Und jetzt hat Crispy extrem Bock. Der pusht hier einfach frech vor. Holt den ersten. Holt beinahe noch den zweiten. Jetzt ist er ganz nach vorne gepusht. Oh, JDC hat da auch nichts mehr. Die Granate trifft ihn richtig gut, aber er kann zum Glück kontern gegen Neofrag. Und somit haben wir das 4 gegen 3. Super wichtige Situation. Andy jetzt mit der AWP auf und die macht den nächsten Frag. Und damit hat man die Runde beinahe sicher. Jetzt darf man keine Einzelspieler-Situation mehr zulassen. Oder Stärke hier. Das wäre natürlich super wichtig. JDC jetzt auf der Close-Ecke ist gefährlich. Gleich fällt vielleicht die Smoke. Oh, wenn der jetzt durchgeht, das wäre so frech. Das wäre so frech. Das wäre das perfekte Timing jetzt so aus der Sicht. Und vielleicht wollte Andy jetzt den Frag, wenn jetzt hier aus Hausmeister Lukas P. rauspiekt. Der läuft dann nochmal komplett über die falsche Mitte. Und jetzt piekt er hier gleich raus und Andy muss ihn noch haben. Kann sein, dass Lukas P. ihn gesehen hat. Ja, aber das war's für ihn. Lukas P. kann nichts machen. Das sollte das 15 zu 11 sein. Die Runde ist so wichtig jetzt hier für Unicorns. Also weiter Daumen drücken. Es geht was ab. Okulisch ist nach links gucken. Guck nach links, Junge. Mach den Flick nach hinten. Hört sich so an. Oh, da wird das erste Duell verloren. Der holt nochmal einen Frag. Jetzt ist aber Andy ready. Er hat den Spieler durchlaufen sehen. Der oh, Andy, gefährlich. Die Molo. Die macht ihn, verbrennt ihn zwar noch. Aber jetzt braucht man irgendwie die AWP. Jetzt hat man so sehr risky gespielt hier bei Unicorns of Love. Die AWP verloren. Und das hat geschmerzt. Keine AWP für Unicorns of Love. Uff. Das war hart. Somit wird diese nächste Runde jetzt wieder ein Krimi. Und geldtechnisch ist Trust Universe extrem weit vorne. Aber... Guckt euch an, was die machen. Die wollen hier ganz stark, auch interessant hier, die geben gerade hier Unicorns of Love eine Mega-Chance, weil man nicht mitbekommen hat, dass die AWP nicht gesaved wurde. Somit geht man nur in die Force mit 5 Deagles. Und wenn man die Runde jetzt holen kann, das wäre so gut für Unicorns of Love, weil dann kann man vielleicht in die AWP irgendwie über nächste Runde dann wieder reinkaufen. Ich weiß es nicht. Lucky, lucky gerade für Unicorns. Man hat einfach nicht auf Krampf reingeforst, was auch keinen Sinn macht. Man hat ja nur zwei Spieler mit 3000, mit 2300. Sehr diszipliniert hier von Trust Universe. Man will jetzt einfach hier die letzten... Ja, man hat jetzt hier, glaube ich, insgesamt noch 2 Waffenrunden dann. Nächste Runde eine Waffenrunde, dann verliert man vielleicht. Dann verliert man nochmal gegen die Force Buy. Dann steht es 12, dann verliert man 13. Ja, die 15. Runde ist nochmal eine. Beim Stand von 14 zu 15 müssen wir noch eine zweite Waffenrunde haben. Also Trust Universe hat mit diesem Play noch 2 Runden die Chance. Und Unicorns of Love... jetzt hier alles reindrücken, was geht. Und Ocalicious hat den ersten Bock. Jetzt bin ich gespannt. Die M4 von Crispy und JDC sind Bock. Und der Klick ist da. Levy wird rausgeschossen. Was macht JDC? Der ist alleine. Der muss jetzt irgendwie zusammenreißen. JDC macht aber keinen. Und die Digga ist wieder im Genacken. Jetzt muss sie natürlich Andy jetzt rasieren. Andy spricht vor. Jetzt von rechts. Er springt hier einfach durch. Die Granate war ruf, war gut. Die kein Plant war da, aber die Smoke sitzt. Und somit kann man erstmal wieder den Plant vielleicht durchziehen. Da hat man eine Sig und eine Molo. Die hat man geworfen, der pusht einfach vor, der Plant, der geht durch, oder was? Und da verliert man hier alles. Da knallen die Shots rein. Und am Ende heißt es dann 1 zu 0 für die Jungs von Trust Universe. Und man holt diese Runde mit einem 16 zu 11. Geht das Ende. GG, well played. Und für Unicorns of Love ist jetzt hier Endstation. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, kein Problem, Elfino. Schade, hätte ich gerne noch ein zweites Spiel gesehen. Ja, woran lag's? Ich glaube, man hat sich einfach am Ende so ein bisschen... Oh, was war denn das jetzt gerade? So, die Musik ist voll laut. Sorry. Wollte schon sagen, Alter. Ich habe sie vergessen, leiser zu machen. Ja, Inferno ist jetzt nicht eingetragen, weil man es schwer gesehen hat jetzt hier in so einem Qualifier. Also man hat es gesehen, aber habe ich nicht eingetragen.
Ja, woran lag es vielleicht? Ein paar schnelle Spielweisen, auch vielleicht auch der aggressive Play von den anderen Jungs und dass sie auch aimtechnisch sehr stark waren. Klar, ein, zwei Sachen waren vielleicht doch, könnte man drüber nachdenken, waren Gambling dabei, war schon ein bisschen bitter, dass man Baseball oder Arsball angegriffen hat, da standen da vier Leute und sowas alles. Kann es halt nicht viel machen. Trotzdem war es super close. Ich denke, Unikosov hatte auf jeden Fall die Chance, das Ding zu holen. Vielleicht jetzt am Ende, wo es darauf ankam, die eine AWP, die man so im Kopf behält, so die man verloren hat jetzt am Schluss, war vielleicht genau dieses Quäntchen, was gefehlt hat. Denn ein Andi mit einer AWP ist einfach so strong und besonders in den letzten Momenten einfach so wichtig, dass man die AWP hat. Und die hat man halt dann leider abgegeben. Und das war natürlich dann super, super bitter. Kann man nichts machen, passiert, muss man daraus lernen. Und entweder aggressiver spielen mit den Mates oder tiefer stehen, ich weiß es nicht. Aber das lag auch allgemein jetzt nicht an der Situation am Ende. Aber ja, so ist es halt. Kein Plan. Ich bin kein Experte, dafür gibt es andere Leute. Ich danke fürs Reinschauen. DreamHack Open Winter Europe Qualifier Nummer 1 mit den Jungs von Unicorns of Law. Vielleicht gibt es nochmal einen zweiten nochmal dort. Ich bin raus. Ich glaube auch kein deutsches Team ist noch weiter dabei. Somit Trust Universe kam weiter. Aber trotzdem kann man wieder knapp hier spielen. Oh, es gibt noch danach direkt die Partie Neuderwinde gegen Trust Universe jetzt. Aber ich denke, damit Neuderwinde hier, halt hier schon rasieren. Und danach Isubasa. Das ist wirklich starke Partien. Danach gibt es noch Isubasa gegen vielleicht Gambit Youngstars. Ich weiß es nicht. Also man merkt schon, die richtigen Teams haben sich schon durchgesetzt. LDIC, Windigo, alle schon in der nächsten Runde. Sehr, sehr harte Gegner. Also in dem Sinne, mach's gut. Norderwinde. Da hätte man sich einfach können, ne? Aus der Sicht von Unicorns hätte man gegen Norderwind spielen dürfen. Leider ist es nicht so. Schade. In dem Sinne, mach's gut. Tschüss und ciao, euer Albi. Bis zum nächsten Mal und dann bestimmt auch wieder mit Pat. Peace.